Oh Mann, ich hatte heute so einen krassen Traum. Von dem muss ich dir unbedingt erzählen. Wir haben ja gerade in der Schule das Thema Klimawandel und ich habe von diesen Ozonlöchern geträumt. Ich war einer von denen, die das erlebt haben. Okay, erzähl mal. Also, alles fing so an. In meinem Traum ging es um die Zukunft. Es war das Jahr 2019. Die Ozonlöcher in unserer Atmosphäre hatten drastische Ausmaße erreicht. Die Menschen starben langsam und qualvoll und man stellte sich die Frage, konnten wir noch etwas dagegen tun? Am schlimmsten für die Ozonschicht war es, dass die Menschen FCKW, also Fluor-, Chlor-, Kohlenwasserstoffe herstellten und benutzten. Dies taten wir nämlich schon seit 1930. Aber man konnte es uns auch nicht verübeln. Es war ganz einfach. Man musste nur in den Supermarkt gehen, sich eine Sprayflasche oder auch nur Reinigungsmittel holen und schon hatte man das FCKW. Auch in Verpackung oder in der Isolierung von Kühlschränken war es enthalten. Aber schon 1973 fing es an. In diesem Jahr hätte man nämlich schon entdecken können, dass das FCKW die Ozonschicht zerstörte und ein Loch hineinriss. Die USA hätte ein Verbot gegen das FCKW wahrscheinlich noch abgelehnt. Es hätten einfach noch zu wenige Beweise vorgelegen. Aber im Jahre 1977 hätte schon ein erstes weltweites Treffen von Wissenschaftlern zur Ozonfrage geben können, da sich das Ozonloch immer mehr erweiterte. In vielen Teilen der Antarktis, Australien und Neuseeland erkrankten und starben die Leute an Hautkrebs. Daraufhin stellte sich die Frage, woran das liegen könnte, und man kam darauf, dass das FCKW in den Spraydosen daran schuld war, dass an den betroffenen Stellen Löcher in die Ozonschicht gerissen worden sind, die für das hohe Hautkrebsrisiko in Ländern verantwortlich waren, weil die UV-Strahlen dorthin durchdringen und die Menschen nicht mehr von der Ozonschicht geschützt werden konnten. Die Ozonschicht der Erde liegt nämlich in 20 bis 30 Kilometer Höhe und hilft uns vor den ultravioletten Strahlen zu schützen. Durch diese Strahlen wird man zwar braun, was viele Menschen bevorzugen, aber wenn man zu viel davon abbekommt, dann bekommt man Sonnenbrände und kann an Hautkrebs erkranken. Deshalb war die Ozonschicht so gut für uns. Aber die Regierung wollte das ja nicht einsehen und tat nichts gegen den Ozonschwund. Man hätte Satelliten ins Weltall schicken können, um das Ozon noch zu überwachen und zu erforschen. Es hätte zwar noch Jahre gedauert, bis es wirklich ein Verbot gegeben hätte oder man was herausfand, aber es wäre hilfreich gewesen. Das Ozonloch wäre wahrscheinlich 2070 geschlossen worden und alles hätte gut werden können. Jetzt wissen wir zwar, dass die Hauptursache für die Verdünnung der Ozonschicht Chlor ist und wie man die Ozonlöcher hätte aufhalten können, aber es war schon zu spät. Und dann bin ich aufgewacht. Okay, wow, das war ja echt krass. Zum Glück ist das ja nicht wirklich passiert und die Menschen haben alles dafür getan, dass die Ozonlöcher wieder geschlossen werden. Das wäre ja wirklich schrecklich geworden. Aber weißt du was? Das Schlimme ist, die Menschen zerstören ja wirklich den Planeten. Vielleicht nicht mit den Ozonlöchern, aber... Stimmt, der Klimawandel, dass es wärmer wird und fast kein Politiker was dagegen tut. Manche leugnen es ja sogar. Ja, die Menschen... Wir müssen unbedingt was gegen den Klimawandel tun, sonst passiert es wirklich so, wie in deinem Traum. Und die Menschen sterben noch viel mehr und schneller an noch ganz anderen Folgen. Gut, dass viele schon demonstrieren, aber das reicht noch nicht. Also Leute, tut was dagegen. Der Klimawandel lässt sich nicht nur durch Reden stoppen. Helft auch mit. Wir schaffen das zusammen, sonst geht die Erde wirklich unter. Und diesmal unaufhaltsam.